Hallöchen Leute, Ladies and Gentlemen, ich bin Davy und ich tue euch ganz herzlich zu meinem Let's Play Resident Evil Revelations zurück. Begrüße mit dem 17. Part. Und ab geht's wieder tief ins Wasser. Die Queen Zenobia ist kurz vorm Untergang und Jill und Baker sind hier wirklich am Schwitzen und wissen nicht, wie sie hier rauskommen sollen. So, wo müssen wir aber jetzt hin? Das ist eine gute Frage. Was? Ich glaube, das war der falsche Weg, wo ich hier gerade gegangen bin. Ich glaube, der Raum bringt uns nicht viel. Wenn ich mich jetzt nicht gut in Sinn tue, habe ich doch hier irgendwas mal geholt oder sowas, oder? Und entschärft, ja, da war eine Kiste, genau. Das war hier mal falsch. Okay, das heißt, wir müssen jetzt einen anderen Weg finden. Hallo? Mädel, mach die Tür auf. Genau, brav. So, und jetzt hoffen wir mal, dass die Spastis genau uns nicht erwischen. Oh, nee, da war nichts. Da ist noch was, noch ein Kit. Das nehme ich nicht, das Kit und... Yo! So, brav. So, und hoch. So, da. Okay, hoch mit dir. Oh, ich brauche Luft. Oh, ich hab gearscht. Wir sind gleich tot. Ich sehe es schon. Oh, fuck. Ja, da. Hier. Oh! Shit happens, ey. Nein, hoch mit dir. Alter Falter. Boah, war das knapp. Das war knapper als knapp grad. Ohne die nächste Wasserlasche. Und runter. Hallo? Gehst du runter? Schwimmen. Jo. Klar. Als. Jo, da muss ich bleiben. Komm. Nein, da nicht. Alter. Mach jetzt. So, da. So, wo geht's hier entlang? Ach, öffnet sich nicht. Verdammt! Da, hier rechts muss ich. Okay. So, alles klar. So. Gut, runter. So, jetzt kriegen wir auch diese ganze Kids, was wir vorher nicht erreicht haben, weil sie zu hoch waren, kriegen wir ja jetzt. Genau die hier. Oh, der nächste. Zack, noch einmal tief Luft holen. Dankeschön. So, und runter. Da, zur nächsten Tür. Und weiter geht's. Oha. So, sehr schön. Da muss man durch. Brav. Und jetzt da rein. So, wo geht's weiter? Okay, Luft nochmal holen, sonst wird die Luft ganz knapp. Oh Gott, ey. Ich meine, ich hasse hier schon... Oh, nächster Speicherpunkt, sehr schön. Das heißt, wir sind schon gut vorangekommen. Ich meine, ich hasse ja schon die Unterwasser-Level in Donkey Kong. Das hasse ich jetzt gerade noch mehr, aber... Halb so wegs. Jo, klar doch, wisst. Komm. Alter, warum hängst du jetzt hoch mit dir? Oh, weiter. Oh Gott. Komm. Ja! Komm, du hässliches Alienvieh, lass mich los. So. Schnell. Bevor irgendwas mich greift. Da. Ja, komm, Jill. Brav. Braves Mädchen. Hier ist Chris. Alles okay? Chris! Ja, uns geht's gut. Aber das Schiff sinkt schnell. Nähern uns der Queen Zenobia. Treffpunkt in der Schiffshalle. Okay, wir warten. Gut, bis bald. Chris, Ende.
Klar, wir warten. Wir haben nichts Besseres zu tun. Wir müssen so schnell wie möglich eigentlich aus diesem scheiß Ehrenhaus hier fort. Oh, noch eine Pflanze. Sehr schön. Was sucht ihr denn? Wir sollen uns doch in der Schiffshalle treffen. Ja, vielleicht. Nee, funktioniert nicht. Schade. Wäre ja cool, wenn ein Fahrstuhl funktionieren würde. Aber das war ja vom Realismus ja komplett dann weit entfernt. So, okay. So. Eieieiei. Unterwasser-Levels hasse ich einfach. Ich meine, bei Donkey Kong gehe ich ja genauso, aber also, oh, könnte ich kotzen bei Donkey Kong. So, weiter geht's. Gott, wie tief ist es? Oh, jo. Komm. Du bist zu blöd. Hallo? Hoch mit dir. Ich meine, das ist genauso, was ich hier in diesem Spiel kritisieren tue, wie bei Resident Evil, sag ich schon, bei Evil Within, nämlich die Kameraeinstellung, die ist beschissen. So. Hey, wir haben immer noch kein Gewehr. Ich habe hier so viele Gewehrmunition, aber ich habe immer noch kein Gewehr gefunden. Ja. Hörst du? Da! Weltrohr! Hättest beinahe die Party verpasst! Alles gelöscht, Leute! Der erste Teil von der neuen Episode ist zu Ende. 13 Minuten Spielzeit. So, erster Teil von Episode 8. Eine kleine Unterwasserwelt. Like Donkey Kong. Nur, dass die Musik mir dazu nicht so gut gefallen hat. Es wäre viel geiler, wenn es wie bei Donkey Kong Country gewesen wäre. Das hätte ich total episch abgefeiert. Aber nun ja. Dann genießen wir jetzt die nächste Zwischensequenz. Wir nähern uns der Queen Zenobia. Treffpunkt in der Schiffshalle. Alles klar, wir werden dort warten. Okay, bis gleich. Chris Ende. Das ist sie. Die Queen Zenobia. Oh Mann. Eher was von ihr noch übrig ist. Pass auf, da draußen ist was. Und jetzt dürfen wir eine Runde ballern. Wie Rambo. So, wo? Was geht? Genau. Ach so, wir haben auch Temperatur. Also müssen wir drauf achten. Bezug auf temperaturmäßig. Alles klar. Yo. Komm, geh sterben. Spassi. Mann, immer diese verdammten Tentakel. Tentakel? Das sind keine Tentakel. Das sind Schlangen, du. Alter, bist du blond oder was? Yo, 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 super. Hopp, abkühlen. Jetzt habe ich auf die scheiß Temperatur nicht geachtet. Ich meine, wir haben hier unendliche Munition, aber der blöde Nachteil ist einfach, ja, die Scheißwaffe überhitzt. Das ist halt der Scheiß dabei. Klar doch. Weiß, muss ich mich jetzt noch um eure scheiß Schießereien kümmern. Och, komm schon. Yo. Das war ja klar. So. Genau. So, seid ihr mal Geschichte bald langsam. So, komm, Jessica. Mach einmal deinen Namen. Ernsthaft! Komm! Scheiße. Ich drück. So.
So, ist nicht langsam jetzt Geschichte. Wir sind immer näher an dem Teil. Wollt ihr nicht langsam sterben gehen, ihr Freaks, ey? So, ich will jetzt an Bord. Ich will jetzt an Bord. Wir müssen irgendwie auf die Zenobia kommen. Na, war's das schon? Okay. Hier können wir an Bord. Jessica, wir müssen ein Versprechen einlösen. Auf geht's. Toll. Wir beide auf einer Kreuzfahrt. Aber leider säuft das Schiff ab. Freunde der BSAA, ihr habt die Regia Solis gestoppt. Jetzt werde ich berichten, was ich weiß. Alles über die Queen Zenobia und die Geheimnisse, die sie bewahrt. Geheimnisse? Hört mir zu. Erstens, warum wurde die Queen Zenobia erst jetzt gefunden? Wie konnte sie unentdeckt im Mittelmeer umhertreiben? Das war kein Magiespiel. Zweitens, warum verschwanden alle Spuren von Veltro nach der Terragritia-Panik? Sag du's uns doch, hä? Und drittens, warum will jemand mit der Regia Solis die Queen Zenobia zerstören? Die Antworten auf diese Fragen führen zu einer unbequemen Wahrheit. Ihr musstet sie finden und das... Jessica! Warum hast du auf ihn geschossen? Um unsere Leute zu beschützen. Ist das nicht unser Job? Stirb mir ja nicht weg! Verdammt. Raymond? Aber... wieso? Warum spielst du auf der Seite von Veltro? Was meinen Sie? Finde die Wahrheit über Terragritia. Das war aber eine ganz kurze Episode. Oder ein Bruchstück einer Episode. So rum gesagt. Das ging ja fix. Ein bisschen rumballern mit paar Schlangen auf See und das war's auch wieder. Alles klar. Dann geht's zum dritten Part von Episode Nummer 8. Ein schrecklicher Verlust. Das Schiff wird's nicht mehr lange machen. Der Virus darf auf keinen Fall ins Meer gelangen. Wir haben die Queen Semiramis durchsucht. Ich glaube, ich weiß, wo das Labor liegt. Wir machen uns auf den Weg. Gut. Ich werde versuchen, den Untergang zu verzögern. Jessica, kommst du mit? Ja. Tja, ein freundschaftlicher Partnertausch sollte uns auf Trab halten. Verstanden. Wir kümmern uns um den Virus, ihr verschafft uns Zeit. Okay. Jill, die geht überall, sogar unter Wasser. Das sollte die Dinge aufhalten. Danke, Chris. Ach ja, ich habe die möglichen Standorte für das Labor markiert. Er versteht's einfach nicht. Was für ein Langweiler. Vielleicht ist er vergeben, Jessica. So, Lele, dann geht's dann war alles Raymonds weiter. Nein, ich glaube, wir kennen nur die halbe Wahrheit. Bei dieser Mission ergibt vieles noch keinen Sinn. Thank you.
Och jo, komm. Ich hab sogar R gedrückt, du hässliche Fregatte. Ohne Witz. So, weiter. Geh jetzt drauf. Ja, schon Luft schnappen muss. Okay. Sicher. Im Wasser wimmelt es vor Infizierten. Verstanden. Oh Gott. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Wieder eine Runde zu schwimmen. Und runter. So, weiter. So. Ich find's immer wieder diesen Grafikfehler lustig. Indem wir einfach durch Geländer durchschwimmen können, obwohl es eigentlich rein theoretisch nicht möglich wäre. So. Oh, zack. Da fühle ich mich gerade wie Star Wars, wie ich hoch und runter diese schönen Rohre durchqueren muss. Oh, jo. Komm. So, einmal kurz Luft schnappen und ab. Wieder. Weiter. So, nächste Tür. Wunderbar. Alter! Ich kann nicht für jedes Mistvieh jetzt einen scheiß Schockgranate verwenden. Das kann echt nicht wahr sein. Komm. Weiter geht's. So. Alter, Chris, du bist aber schnell jetzt hinter. Das Labor ist gleich da vorne. Okay. Und rein mit dir. Wo? Hier oder was? Ah, da, okay. So, Dele. Jetzt heißt es Stufen hoch bestimmt. Da ist Chris. So, komm. Und hoch mit dir. Hallo. Die macht gerade was sie will. Das ist echt genial. So. Hey, der Dreizackschlüssel. Guck mal, er hat den. Der Schlüssel war auf der Semiramis. Wenn die Schiffe baugleich sind, ist das Labor da lang. Okay. So lang, wie es wieder dauert. Okay, wenn wir hier den Speicherpunkt haben, werde ich auch hier mit dem Part beenden. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Abonniert uns nämlich, das ist gratis. Gebt uns einen Daumen nach oben. Unterstützt uns weiterhin, nämlich bei diesem Projekt und den zukünftigen Projekten. Bis bald, einen wunderschönen Abend noch und viel Spaß mit Resident Evil Revelations 2. Euer Davy. Tschüssi. Kowski.